Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sniper Ghost Warrior Contracts. Im folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie ihr für die Herausforderungen auf der Karte Altaiberge alle Aufträge abschließt und nur Ivanovsky dabei tötet. Wenn man vorsichtig vorgeht und keine Alarme auslöst, erfüllt man gleichzeitig noch das Achievement Töte Ivanovsky ohne Alarme auszulösen. Man kann damit also 5 Sterne auf einen Schlag verdienen. Die Sterne braucht man, um Skills zu kaufen. Es geht komplett auch mit Grundausstattung. Das Ganze wird deutlich, deutlich einfacher, wenn man mindestens schon die Drohne hat und auch das Heckmodul. Das macht sich ganz, ganz gut, wenn man dann die Kameras hacken möchte an einer Stelle. Das seht ihr nachher im Video. Es geht auch ohne. Es wird nur wesentlich länger dauern. Man muss die Kameras vielleicht ausschalten oder vielleicht von Hand irgendwas hacken. Wie gesagt, das erleichtert die Sache ungemein. Und das Ganze wird auch wesentlich einfacher, wenn man die verbesserte Schneetarnung hat. Man kann nämlich deutlich, deutlich dichter an die Gegner ran. Man wird wesentlich später aufgedeckt. Ich mache das Ganze auf der Schwierigkeit Präzisionsschütze. Das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad. Es gibt einfach keine Zusatzpunkte oder keine Bonuspunkte oder auch keine Bonustoken, wenn man das Ganze auf einem höheren Schwierigkeitsgrad macht. Wer die Herausforderung sucht, kann das natürlich gerne auf einem anderen Schwierigkeitsgrad machen. Die Vorgehensweise sollte sich dadurch eigentlich nicht ändern. Man muss nur wesentlich, wesentlich vorsichtiger sein. Okay, ich werde zunächst hier hingehen. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wo der Computer sein könnte, den wir finden müssen. Einmal hier im zweiten Geschoss. Es scheint vollkommen zufällig zu sein. Es scheint nicht vom Schwierigkeitsgrad unbedingt abzuhängen. Danach gehen wir zum Spion. Dann gehen wir zu Ivanovsky, holen uns auch gleich die Probe. Und dann gehen wir hoch und vernichten die Testergebnisse. Wer die Schneetarnung nicht hat, muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr aufpassen. Muss einfach nur langsamer vorgehen. Es wird dadurch jetzt nicht unbedingt unmöglich oder schwerer. It won't matter to the people they use the weapon on. That's not your concern. Stay focused. Na, geh gucken. Dude. Dann schmeiß ich mal nochmal einen Stein. So. Mit dem Springen muss man auch aufpassen, ne? Man kriegt ganz gut auch mal Fallschaden, wenn man den entsprechenden Perk nicht hat. Kann das auch schon mal tödlich ausgehen. Die zwei können wir erstmal ignorieren. Es gibt natürlich mehrere Wege. Es gibt nicht den einen besten Weg, um dieses Achievement zu machen. Es ist im Prinzip auch nicht hinderlich, wenn man mal den Alarm auslöst. Zumindest nicht für das Achievement. Wer gleichzeitig das andere Achievement machen möchte, die andere Herausforderung, dass man Ivanovsky tötet ohne Alarm auslösen, der muss natürlich vorsichtiger sein. Es ist auch wieder vollkommen egal, ob man irgendwelche Kontrollpunkte lädt. Das scheint vollkommen zulässig zu sein. Man muss also nicht allzu vorsichtig sein. Man kann manchmal auch einfach ein bisschen mutig sein, vorgehen und lädt zur Not, meine ich, dann einfach einen Kontrollpunkt nach. So, den da oben könnte man ablenken, brauche ich mit meiner Tarnung nicht. Wir müssen nur kurz warten, bis der Heavy hier seinen Weg fortsetzt. Der geht durch den Container durch, da wollen wir mal rein. Jetzt müssen wir Daumen drücken, dass der Computer sich da drin befindet. Das ist nämlich wesentlich einfacher als die andere Stelle. So, und wir haben Glück. Er ist hier. Ich zeige euch trotzdem die andere Stelle, wo er sein könnte. Falls er nicht hier ist, wo ihr dann hingehen könnt. Hier die zwei da stören auch nicht sonderlich. Man geht hier ein bisschen außer Line of Sight, macht das von hier. Hackt den von hier. Und in der Regel geht das alles schnell genug, sodass man nicht entdeckt wird. Und dann gehen wir genau hier auch wieder raus. Immer schön durch die Büsche. So, jetzt würde ich normalerweise genau den Weg wieder zurückgehen, mehr oder weniger in diese Richtung. Jetzt würde ich euch trotzdem noch schnell zeigen, wo der andere Spot ist für den Laptop, falls er nicht hier ist.
sondern befinden sich nämlich da oben im Container im zweiten Stock. Da stehen allerdings zwei Soldaten unmittelbar daneben. Man kommt aber vorbeigeschlichen, vorsichtig. Es ist aber wesentlich risikobehafteter als das Teil da unten. So, wer möchte, kann natürlich auch irgendwie Alarm schlagen, irgendwo Ablenkungsmanöver starten. Dann könnte man aber, wie gesagt, das eine Achievement nicht gleichzeitig mitmachen. Wir warten kurz, der geht, glaube ich, noch ein Stück weit weg. Jetzt hat er uns erstmal hier entdeckt. Hätte, glaube ich, 2 Sekunden länger warten müssen. Nein. Okay, man kann ihn, wie gesagt, zur Not dann auch irgendwie ablenken hier, wenn man möchte. Man muss nur in den Raum reinkommen und da stehen genau 2 Soldaten hier, diese beiden da. Die gucken aber genau hier in unsere Richtung. Und wenn wir jetzt ganz, ganz vorsichtig vorbeischleichen, klappt das eigentlich. Man muss hier ganz, ganz rechts sich halten. So, und hier steht dann der Laptop, wenn er nicht unten ist. Also ich habe bisher nur diese 2 Stellen gefunden. Eine andere Stelle habe ich einfach noch nicht gefunden. Und man kommt da auch ran, theoretisch, ohne entdeckt zu werden, ohne Alarm auszulösen und ohne dann jemanden töten zu müssen. Und darum geht's ja. So, jetzt gehen wir zurück. Im Prinzip zum Anfang, wo wir gespawnt sind. Normalerweise wäre ich ja da aus dem Loch gekommen. Wäre hier gleich gerade lang gelaufen. Hier durch den Canyon. Jetzt drehen die da oben noch ihre Runde oder schon wieder? Das ist jetzt nicht immer so. Da müssen wir kurz warten. Das ist vermutlich, weil ich den Laptop gezeigt habe, sind die erst hier oder schon wieder hier. Wenn der Laptop unten ist und ihr gleich hier hochrennt, sind die nicht da. Jetzt bleiben die da stehen, dann gehen wir halt außen rum. Die Patrouillen sind auch nicht immer 100% identisch. Gerade wenn ihr Kontrollpunkte zwischendurch lädt, setzt er bestimmte KI-Skripte zurück. Und die Personen könnten sich an anderer Stelle befinden, als ihr seid. Das Gute am Kontrollpunkt Neuladen ist, wenn ihr zum Beispiel irgendwo Alarm ausgelöst habt und schon ein Ziel erledigt habt und ihr setzt den Kontrollpunkt zurück, dann bleibt in der Regel das Ziel erledigt, aber die Alarme sind alle weg. Und die kommen euch nicht mehr suchen. Und so weiter und so fort. Das kann man dann auch richtig ausnutzen. Ob man das macht, bleibt dann jedem selbst überlassen. So, von hier können wir erstmal wieder ein Stück sprinten, bis wir drüben beim Spion angekommen sind. So, hier an der Stelle halten wir uns ganz links. Die Wachen werden hier auch erst getriggert. So, die Vierergruppe dort wird auch erst getriggert, wenn man ein bisschen in der Nähe ist. Die müssen anfangen zu quatschen, sonst begeben die sich dort auch nicht weg. So, jetzt fangen sie an zu quatschen. Dann warten wir, bis die meisten davon weg sind und locken den einen Offizier
auf die andere Seite und können ganz in Ruhe den Spion da looten. So, auf das eine Dreieck müssen wir noch warten, auf den Soldaten, der bleibt ein bisschen länger. So. Jetzt können wir die Ablenkung werfen. Wenn das Symbol blinkt, ist das ein Zeichen, dass er untersuchen geht. Das ist aber noch nicht allzu verdächtig für ihn ist. So, ich gehe erstmal hier wieder zurück und werde dann jetzt hier durch zum Fluss gehen, in diese Richtung, und werde dann am Fluss lang bis hier vorne marschieren. Und von hier werden wir uns dann um Iwanowski kümmern. So, da oben auf den muss man ein klein bisschen aufpassen, aber hier gibt es eigentlich genug Deckung und genug Möglichkeiten, den außer der Sichtlinie zu lassen oder außerhalb der Sichtlinie. Seeker, we have recovered a recording from Ivanovsky's lab from a listening device planted by our spy. Can you guarantee that this will leave no evidence? It must look like an accident. I assure you, General. But there will be a vulture. That, sir, as our test subjects demonstrate, no spasms, no foaming at the mouth, no discoloration. Yet less than a drop on the skin, it's leaner. Kurchatov has a reputation for being skin. Perhaps they will have time to find an antidote. Impossible. None of the usual toxic treatments. So, wenn wir jetzt hier sind, macht es sich wirklich, wirklich vorteilhaft, wenn man die Drohne zum Hacken bei hat. Denn hier sind ein Haufen Kameras. Hackt man die Kameras nicht, wird man als Feind markiert. Das macht das Ganze viel schwerer. Man müsste die Kameras ausschalten. Deshalb ist es hier wirklich von Vorteil, wenn man diese Drohne schon hat. Es geht auch ohne. Man kann die Kameras auch peu à peu ausschalten. Aber mit Drohne ist es wirklich wesentlich einfacher. Außerdem kann man dann über die Kameras den Boss schon triggern. Wenn man ihn aufklärt, fängt er nämlich an, sein Skript abzulaufen, begibt sich ins Zelt und erst da kann man ihn auch wirklich ordentlich umlegen, ohne Alarm auszulösen. Und wir wollen ja noch weitermachen. Wir wollen ja nicht nur die Achievement oder das Achievement machen, ihn zu töten ohne Alarm, sondern wir wollen ja noch weitergehen. Wir müssen noch die Testergebnisse holen. Wir müssen für diese Herausforderung hier alle Ziele erfüllen. So, hier hacken wir uns rein. Klären das Ganze auf. Und da ist auch der Boss bei jetzt. In der Mitte sieht man es oben vielleicht. Und dann fängt er an, seine Arbeit im Labor aufzunehmen. Und das wollen wir so triggern, das ist in Ordnung so. So, und ab jetzt können die Kameras uns auch nicht mehr als Feind erkennen, weil wir sie einfach mal gehackt haben. So, wir sind durch. Jetzt schleiche ich mich quasi hier so unten durch, unter das Labor und gehe von Norden rein. Da gibt es dann ein kurzes Zeitfenster, wo man ganz günstig reinkommt. So, bei diesen Gangways muss man ein bisschen aufpassen hier. Wenn da so ein Gitter ist, kann man durch das Gitter tatsächlich entdeckt werden. Das ist keine Garantie, dass der Soldat einen nicht sieht. Always fucking
So, wir gehen dann hier durch dieses Rohr und kommen dann hier unten unter die Laborbunker. Und jetzt müssen wir gucken. Hier ist nämlich jetzt der zweite Laborassistent. Der erste Laborassistent sitzt dort. Der bleibt auch dort sitzen. Und er hier geht ab und zu rein. Und sobald er reingegangen ist, versuchen wir uns langsam hinterher zu schleichen und können uns dann im mittleren Container verstecken, bis er wieder raus ist. Dann können wir reingehen, Iwanowski erledigen und können dann genauso auch wieder rausschleichen. Ich muss gucken, manchmal ist Zucker da oben. Hier auf diesen Hügeln sitzt manchmal ein Scharfschütze. Der könnte ein bisschen problematisch sein, der ist aber auch nicht immer da. Und hier vorne rennt irgendwo noch ein Heavy rum manchmal, der im Prinzip auch noch beachtet werden muss. Er scheint aber auch nicht da zu sein. So, der Laborassistent ist schon mal reingegangen. Doch, hier ist der Heavy, da ist er, den meine ich. Wir müssen ganz kurz warten, bis er sich umdreht oder man lenkt ihn ab. Ablenken ist manchmal riskant. Wenn der Stein irgendwo gegenprallt, wo er nicht gegenprallen soll, ist das doof. So, er guckt aber gerade in unsere Richtung, das ist nicht günstig. Das heißt, mir bleibt, glaube ich, nicht viel übrig. Ich muss einen Stein werfen. Vielleicht dreht er sich kurz um. Und dann schleichen wir hier rein. Wir haben nämlich nicht allzu viel Zeit. Weil der zweite Laborarbeiter hier, er dreht dann in Kürze wieder um, geht raus. Und dann würde er uns entgegenkommen. Hier warten wir jetzt, bis er rausgeht. Und Iwanowski ist hier drüben. Der ist immer da drin. Und geht da eigentlich auch nicht raus. Und da kommt auch nie ein zweiter rein. Das heißt, man kann die Leiche dann in Ruhe liegen lassen. Das wird überhaupt nicht bemerkt, wenn man nicht allzu laut ist. Bei einigen Versuchen habe ich ihn nicht richtig erwischt. Da hat er geschrien oder so. Das sollte man wirklich vermeiden. Weil wenn Alarm einmal ausgelöst ist, kommt man hier in der Regel nicht lebend raus. So, der Typ ist nicht so schlimm. So, Iwanowski steht. Zack. Keiner was gemerkt. Keine leuchtenden Dreiecke. Keiner verdächtig. Keiner kommt rein. So, und hier liegen in der Regel auch gleich die Proben. Die sind diesmal nicht hier. Die liegen da hinten, die Proben, alles klar. Also hier wäre auch eine Möglichkeit, dass die Proben liegen. Die sind offensichtlich auch nicht immer an der gleichen Stelle. Müssen wir sehen, dass wir hier wieder rauskommen. So, jetzt kann sein, dass der zweite schon wieder reinkommt hier langsam. So, kurz warten. Er da. Sonst kommen wir nämlich wieder nicht vorbei. Ich überlege gerade, wo die Proben sind. Hier vorne müssten die Proben sein. Ja, da sind sie, okay. Ich warte aber, bis er hier durchkommt. Ist einfach sicherer. So, die Gegner durch die Wände zu sehen, ist ein Skill für die Maske. Wer das nicht hat, muss einfach ein bisschen vorsichtiger sein oder mehr auf Geräusche achten oder so. So, jetzt haben wir das auch. Muss noch gucken, wo der Heavy steht. Ja, der kommt genau wieder hierher. Kommen wir aber eigentlich vorbei. So, hier oben der Scharfschütze, normalerweise stört er nicht. Wir kommen ganz gut durch. Wer die Kameras nicht gehackt hat, dann muss auch aufpassen, dass er nicht in die Kamera reinkommt. So, ansonsten kommen wir jetzt erstmal relativ unproblematisch in das Gelände rein. Aber hier gibt es dann eine Stelle, die ist richtig fies. Und da habe ich auch keinen Weg drumherum gefunden. Ne? Dieser eine Typ, der auf dem Steg steht, da habe ich keinen Weg
gefunden, den zu umgehen. Und das ist halt eine sehr, sehr kritische Stelle. Da kann es sein, dass man einfach mehrere Versuche braucht. Das geht mit einem Stein. Ich werde es mal mit der Lockdrohne versuchen. Und wenn nicht, lade ich einen Kontrollpunkt und mache das mit einem Stein. Beim ersten Mal ging es auch mit einem Stein. Also ich habe das Achievement ja schon. Beim ersten Mal habe ich es auch mit einem Stein gemacht. Das geht auch, aber das ist dann wirklich ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster nur. So, hier unten ist in der Regel nur einer. Hier ist auch gleich die Treppe dann links. So, die zwei Typen müssen wir quatschen lassen, damit die sich da wegbegeben. So, und der Typ da, der auf dem Steg steht, den müssen wir wegkriegen. Da habe ich keinen anderen Weg gefunden, irgendwie hochzukommen. Nur über diesen mittleren Steg. Und dann ist man auch schon oben, aber da muss man erstmal vorbeikommen. Das ist gar nicht so einfach in meinen Augen. Und mit der Drohne ist auch mal so ein kleines Risiko. Man muss den Störsender setzen und die Drohne auch wieder wegpacken. Sonst, wenn die Drohne entdeckt wird, wissen die Gegner, dass ein Feind da ist und dann wird Alarm ausgelöst. So, der Typ. Ne? Der Typ da, der ist furchtbar. Wie gesagt, es geht, ne, zum Beispiel hier sich dicht dran zu stellen und einen Stein zu werfen, so ungefähr in die Richtung. Aber ich probiere es jetzt einfach mal wirklich mit der Drohne. Vielleicht ist die ja doch zu irgendwas zu gebrauchen. So, und da haben wir nämlich schon wieder das Problem, dass wir zu hoch sind, oder? Wo ist denn der Typ jetzt? Da ist der. So, der muss einfach nur mal ganz kurz hier in die Richtung gucken. Das reicht schon vollkommen aus. Wir setzen den Impuls und machen die Drohne gleich wieder weg. Jetzt gucken wir, ob der da hingeht. Ah, er dreht sich genau zu uns. Okay. Funktioniert also nicht so gut mit der Drohne. Ich probiere es gleich nochmal. Vielleicht bin ich zu früh aufgestanden. So, die Kontrollpunkte sind in der Regel relativ günstig gesetzt. Man kann Kontrollpunkte auch erzwingen, indem man sich so ein bisschen bewegt. Dann kann man zum Beispiel Kontrollpunkte an bestimmten Stellen erzwingen. Aber das reicht ja aus. So, wir lassen die beiden wieder quatschen. Und versuchen es nochmal mit der Drohne. Wenn es dann nicht klappt, dann mache ich es wieder mit einem Stein. So, wir müssen ihn auch dazu kriegen, dass er sich ein paar Meter wegbewegt, weil wir genau da hochklettern wollen. Also er sollte schon ein, zwei Meter nach rechts laufen. So, wir versuchen es nochmal. Ich stelle mich hier ganz dicht ran, dass er mich möglichst nicht sieht. So, schauen wir mal. Liebe Drohne. Ja, hier ist wieder... Wir haben hier irgendwie Probleme mit dem Hoch- und Runterfahren der Drohne, wenn... das Gelände zu tief ist, dann will die Drohne nicht wirklich. Ich muss es nochmal probieren. Muss irgendwie über eine Kiste kommen oder irgendwas. Halt, 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 halt. So. Sehr träge schon wieder. Aber wir müssen hier ein Stück hochkommen. Komm, so. Geh hin. Geh gucken. Okay, er bewegt sich scheinbar nicht. Das heißt, wir müssen es mit einem Stein machen. Das geht vermutlich dann doch nicht anders. So, dann schmeißen wir wieder einen Stein und gucken mal, ob es geht. Da oben gegen ungefähr. So. Hier schnell hoch. Trotzdem ducken, man ist dann zu laut einfach. Hier gleich hoch. Gleich wieder abducken. Kurz warten. Hoch. Abducken. Und dann hat man es geschafft. Okay. Jetzt müssen wir da oben rein. In der Regel nicht das Problem. So, die zwei verschwinden da oben auch. Man muss nur dicht rangehen.
dass das Gespräch getriggert wird, dann hauen die auch ab. Und dann ist das hier easy peasy. Raus kommt man wesentlich einfacher als rein. So, da hauen sie schon ab. Einer geht nach links, einer geht nach rechts und wir können uns ganz in Ruhe um die Testergebnisse kümmern. Zack. Download complete. Excellent. I've marked safe exit points on your map. Should you choose to exfiltrate now? Jo, wir haben alles erledigt. Wir exfiltrieren logischerweise jetzt. So, jetzt ist das Problem, wir haben drei Exfiltrationspunkte zur Auswahl. Der dichteste, naja, ist leider der schlimmste, denn hier oben haben wir Sniper zu hocken. Wir dürfen die Sniper nicht töten. Und dann ist es unheimlich schwer, hier lebend auch ranzukommen. Man kommt leider am Fluss auch nicht wirklich zurück, sodass ich mich jetzt hier für diesen Exfiltrationspunkt entscheiden werde und hier rausgehe. Na, ihr könnt euer Glück wirklich an dem anderen Punkt versuchen. Aber da muss man wirklich aufpassen wegen den Snipern. So, hier gehen wir einfach wieder runter. Hier können wir uns fallen lassen. Hier sind wir zwar nicht hochgekommen, kommen aber locker runter. Hier unten rennt nur einer rum. Und gehen quasi genau da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Ich gehe jetzt auch ungefähr wieder den Weg zurück, den ich hier reingenommen habe. Na, unterm Labor durch, nach vorne wieder raus. Gucken wir mal, wo der Heavy gerade ist. Na, mal hängen hier wieder fest gerade. So, der Laborfuzzi. Jetzt hänge ich hier auch fest. Komm mal wieder rausgesprungen. Dreh mal einfach um. Geh mal rein. Geh mal langsam rein eigentlich. Will er nicht. Gut, das heißt, wir rennen hier schon rüber. Gehen hier durch. Es ist auch, wie gesagt, nicht schlimm, ne? Alarm auszulösen. Wer jetzt hier Alarm auslöst, kann trotzdem versuchen, irgendwie lebendig rauszukommen. Man darf halt nur keinen Gegner töten. Das war sogar das falsche Loch. Wir müssen da drüben rein. So, müssen wir reinkrabbeln. So, sind wir im Prinzip schon wieder draußen. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir zum Exfiltrationspunkt kommen. Das ist in der Regel aber nicht das Problem. Hier unten ist nochmal eine Patrouille, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommt die gerade? Ja, wenn die gerade kommt, ist es ungünstig. Da müssen wir uns irgendwo verstecken und warten, bis sie durch ist. Man kann, wie gesagt, hier wirklich hochgehen zum anderen Punkt. Aber hier sind wirklich mit, sag ich mal, 99,9%iger Wahrscheinlichkeit zwei Sniper. Man muss über so ein Rohr rüberklettern und ist dann quasi offen für Beschuss. Man löst auf jeden Fall Alarm aus.
und wird zu 99,9% auch wirklich getötet. Also das schafft man nicht. So, die müssen gleich wieder losgehen. Kommt, Jungs. Marschiert. So, und wer dann keinen Alarm ausgelöst hat, der schlägt jetzt zwei Achievements auf einen Schlag, zwei Herausforderungen, verdient damit, glaube ich, ganze 5 von diesen Punkten. Und man braucht halt diese Punkte wirklich, um sich bestimmte Gadgets dann irgendwann zu kaufen auch oder aufzuwerten. Da ist ein Sniper. Da ist irgendwo ein Sniper, müssen wir aufpassen. Wo ist er? Da oben. Der Sniper hat uns wahrscheinlich gesehen. Ich guck mal kurz mit der Drohne. Wie gesagt, die Sniper sind nicht immer an den gleichen Stellen. Ne? Also es kann wirklich sein, dass ihr den Sniper nicht habt oder dass ihr irgendwo einen Sniper habt, wo ich jetzt keinen hatte. Das muss nicht immer gleich sein. Ich denke mal aber, das war der Sniper hinter uns, der uns entdeckt hat. So, die Patrouille ist vorbei, ist gerade günstig. Können wir schauen, dass wir hier durchkommen. Der Sniper, der hat uns vermutlich gesehen. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Beine in die Hand und rennen hier erstmal ein Stück. Da sind sogar zwei Sniper irgendwo. Okay. So, hier oben ist auch nochmal eine Patrouille. Seems like I didn't get the full intel briefing. Und da müssen wir rüber irgendwie. We often work in the dark, Seeker. So, da kommen wir hochgelaufen theoretisch. Das heißt, wir müssen erstmal vorsichtig irgendwie runter, ohne zu sterben. Ich hatte auch schon mal eine Stelle gefunden, die nicht ganz so hoch ist. Hier geht es ein klein bisschen runter. Wir müssen ein bisschen auf das Eis aufpassen unten, weil im Wasser erfriert man. Ne? Wir müssen also schnell schwimmen und hier dann auch schnell wieder raus. So, so hoffen, dass hier kein weiterer Sniper ist. So, und dann haben wir es geschafft. Ja. Fertig. Wir haben alle Ziele erfüllt und nur Iwanowski getötet. So, jetzt habe ich hier einen Bug. Jetzt wird bei mir nichts angezeigt, ist egal. Ihr habt es im Prinzip gesehen, wie es funktioniert. Ich würde das Video an der Stelle dann jetzt auch beenden. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da, das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.